Was würden denn die anderen denken, wenn es mich geben würde? Diese Frage bleibe ich mir wohl schuldig. Gibt es mich denn überhaupt? Ich sehe irgendwas, für das ich einen Namen und eine Begriffe habe. Jö. Was würden Sie denn denken? Mann, der ist aber ordentlich. Der ist aber leicht asozial. Schau's doch an, wie es bei dem aussieht. Überall steht Zeug rum. Er räumt seinen Müll immer viel später weg als die anderen. Und er macht sich gar nicht so schön wie wir. Oder, oh, der ist aber gepflegt. Seht ihr, was für ein schönes Haus er hat. Seht ihr, was für ein Auto er fährt. Seht ihr, wie gut er sprechen kann. Doch die Frage, bleib ich mir schuldig? Gibt es mich vielleicht 80 Jahre lang oder nur 43? Bin ich schon an Krebs verreckt oder lebe ich noch bis in alle Ewigkeiten als ein unbekanntes, unwissbares Etwas? Er hat gesagt, du kannst nie wissen, was du bist. Du kannst immer nur denken, was du denkst, aber nicht das denken, was du denkst, bevor du es denkst. So frage ich mich, wer bin ich denn? Was würden denn die anderen über mich denken, wenn ich wüsste, wer ich wirklich bin? Oder wenn es mich nicht mehr gibt, doch gibt es auch gar keine anderen mehr. Aber wenn dann die Nachbarin vor der Tür steht und sagt, Sie, wissen Sie, ich brauche mal ein Kilo Weizen von Ihnen. Oder gleich ein gebackenes Brot. Dann sage ich, ja, bitte, oder? Nein, danke. Wieso soll ich mir denn das mit Ihnen gefallen lassen? Sie schauen mich an. Ich habe Schuldgefühle, weil ich tue mein Bestes, aber ich räume einfach die Katzendosen nicht weg. Und auch das Leergut, das steht immer rum. Immer so viel Leergut. Und ich bin viel zu abwesend, viel zu unaufmerksam, viel zu beschäftigt. Mit irgendwas viel Wichtigerem, wahrscheinlich mit Entspannung. Am wichtigsten ist mir immer nur, dass ich mich wohlfühle. Da können ruhig die Sachen hinterherhängen. Aber vielleicht würde ich mich auch wohlfühlen, wenn ich sie wegtragen würde. Aber es ist halt mal, wie es ist. Ich hoffe, ich kriege mal so viel Motivation, dass ich alles so mache, dass die anderen das über mich denken, was ich gut finde. Doch letztendlich stellt sich mir wieder die Frage, gibt's mich? Wer bin ich? Können die anderen überhaupt irgendwas denken? Oder sind die anderen nicht nur eine Projektion meines riesigen Verstandes, der hier die Spinne des Universums ist und alle Gedankennetzen gesponnen hat? Wieder spinne ich mich zusammen, ich bin doch Spinner. Der Weg zum Selbst. Was führt zum Selbst? Bist du nicht schon längst du selbst oder denkst du, du bist eine Figur in dem Rollenspiel, in dem du dich als Identität erkennen könntest, die leider ein Ablaufsdatum hat? Also sobald du geboren bist, kriegst du lebenslänglich und am Schluss die Todesstrafe. Wie immer, oder? Wie immer. Wer kümmert sich schon um die 70 Milliarden, die irgendwann mal gestorben sind vor langen Zeiten, als sie Pyramiden bauten, Erdgräben schufen, irgendwie vom Baum fielen oder letztlich nur an einer Wurzelvereiterung infektiös verstarben? Darum kümmert sich doch heute keiner mehr. Und wer sollte es auch vielleicht? Der Kümmerling? Komm mit mir auf den Kümmerling, lass uns einen Kümmerling trinken. So viel Bedeutung und ja, was du gerne hättest, das interessiert doch gar keinen. Völlig unbekümmert sein kann nur das sein, weil der sich um die anderen kümmert, das ist wahrscheinlich ein Wohltäter. Du Wohltäter, komm, lass uns ein bisschen helfen, das wird gut. Nur leider bin ich mit mir selbst so beschäftigt, weil ich muss mich immer fragen, gibt's mich? Gibt's mich nicht? Wer bin ich? Wer bin ich nicht? Wo ist jetzt der Anfang von diesem Leben? Und wenn ich sterblich bin, dann ist ja alles eh sinnlos. Soll ich ein Denkmal hinterlassen in der Welt oder
wo. Ach komm, vergess doch alle Bedeutung und jeglicher Sinn. Es reicht doch einfach nur, wenn du da sitzt und siehst, dass eh alles von alleine geschieht. Es ist der Autopilot und eingeschaltet, der Göttliche. Gott macht alles oder gar nichts. Und der persönliche kleine willige Wolle, der sagt immer nur, meine Entscheidung ist ja immer nur für mich. Ich bin das höchste Wohl im Universum. Ich muss mich um mich kümmern und für mich will ich immer das, was gut ist. Auch wenn ich dabei anderen helfen muss, so will ich eigentlich nur, dass ich mich dabei wohlfühle. Ja, weil ich bin nur der absolute Zentrum des Mittelpunkts der ewigen Ewigkeit. Auch wenn ich mal sterbe, sterbe ich nur in mich selbst hinein. Also ich sterbe immer nur in das, was ich bin. Nee, das glaube ich doch nicht. Das glaube ich doch nicht. Nein. Also ich zweifle so an dir, dass ich selbst den Zweifel verzweifeln könnte. Ich bin so verzweifelt am Zweifel, dass ich gar nicht mehr weiß, warum ich so viel Quatsch mache. Ich rede doch nur irgendwie Stuss. Ich rede Stuss. Ich glaube, es ist nicht so unterhaltsam. Das ist keine gute Unterhaltung. Ich unterhalte mich mit mir selbst und ja, hör zu. Das ist doch nur Schwachsinn.